Die Landtagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen fordert, die Verbreitung rassistischer, antisemitischer und demokratiefeindlicher Tendenzen innerhalb der Polizei des Landes Sachsen-Anhalt systematisch zu analysieren. Das durch eine externe wissenschaftliche Studie. Es sei wichtig, sich über ihr Ausmaß ein realistisches Bild zu machen. Aktuell liegen keine wissenschaftlich fundierten Daten zu antidemokratischen und/oder menschenfeindlichen Einstellungsmustern innerhalb der Polizei vor. Die Berichte über Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund in den Polizeien des Bundes und der Länder zeigen, dass es keine Einzelfälle seien. Die grüne Landtagsfraktion will auf die Koalitionspartner zugehen. Wichtig sei es, die Studien noch in dieser Legislatur auf den Weg zu bringen.